Recht herzlich willkommen zur 82. Folge von City Skylines. Wir sind auf dem Weg zur Sackgasse, hätte ich jetzt beinahe gesagt, obwohl das heißt nicht Sackgasse, sondern das heißt, ne, da ist ein Gebäude nicht angebunden und das wollen wir doch mal gerade rausfinden, was das ist. Ah, da ist eine U-Bahn drunter, deswegen. So, dann schauen wir mal, wo können wir das denn anbinden? Also der Ausgang ist hier, die U-Bahn liegt da lang, das heißt, hier muss eine Straße hin. So, und wie bauen wir da eine Straße hin? Machen wir die. Wenn ich die hier vorne an der Ecke mache, würde das gehen. Oh, krass, was da vorgeschlagen wird. Aber das wollen wir nicht. Naja. Sieht jetzt erstmal doof aus, ne? Geht's da irgendwo? Nein. Geht's hier? Nein. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Und wir müssen erstmal gucken, dass wir überhaupt ein Stück Straße da hinkriegen, ne? Irgendwie ist das gerade nicht die schöne Sache hier, oder? Aber vielleicht müssen wir erstmal hier dieses machen, damit das auch einen weiteren Weg findet. Nochmal. Da will ich überhaupt nirgendwo hin. Ich will irgendwo anders hin, aber nicht da. Wie kriege ich die Straße da angebunden? Das gestaltet sich schon mal etwas schwer. Okay. Nee, nicht da hoch und runter, sondern einfach nur da dran. Ne? Dahin, dahin, ne. Das will er auch nicht. Achso, da geht die Straße so hoch, deswegen will er da wahrscheinlich gar nicht hin. Und da ist ein Brückenpfeiler zu sehen, deswegen geht das auch nicht. Alles klar. Das muss also hier irgendwo lang. Kriege ich das von hier ausgezogen? So. Ah, jetzt geht was. Na, warte mal, das ist schon weg. Das ist ja schon mal gut, oder? Kriege ich das denn nach hier jetzt angeschlossen? Nicht wirklich. Wahrscheinlich müsste diese Fabrik dann weg, damit das geht. Aber das ist erstmal jetzt nicht entscheidend. Das Teil ist weg und wir können dann hier anschließen. Okay. Hier aus, aber da ist noch eine Straße. Das trifft sich ja gut, ne? So, hat doch geklappt, oder? Könnte man die andere Seite auch noch anschließen, ist jetzt die Frage. Vor allem diese Straße hier endet da. Guck mal, das sieht doch gut aus, oder? Ist das jetzt verbunden? Nein, ne, oder? Kann ich jetzt nicht erkennen. Jetzt ist aber verbunden auf jeden Fall, ha? Dreh mal um. Oh, was macht er jetzt hier? Dreh mal um. Gehen wir nach rechts, gehen wir da runter. Sehe ich nur einen Gullideckel. Wir machen mal die Straße weg. Vielleicht sehen wir dann mehr. Aha. Da sieht's gut aus. Der Gullideckel, den konnte ich ja von der anderen Seite auch sehen, oder? Ja, dann ist das auch definitiv verbunden. Und da sieht es dann auch verbunden aus. Was wollen wir mehr? Da läuft ein Fußgänger vorbei. Der geht bestimmt hier hin, oder?
Ja, tatsächlich. Das heißt, die Verbindung zu der Straße ist gegeben und davor auch gerade ein Auto lang. Alles wunderbar, die Polizei fährt schon Wache. Gut, dann hat das ja geklappt. Okay, das ist erledigt. So, dann geht es weiter. Und was sehe ich hier? Hier sehe ich einen Stau. Boah, der zieht sich aber, ne? Von hier hin angefangen. Hier ist es zäh fließender Verkehr und hier ist es Stau. Wo wollen die denn alle hin? Darüber, da links. Und da lang, da lang. Staut sich hier im Kreisverkehr. Geht dann einspurig. Die Krankenwagen, ne, die sind ganz schön nervig, ne? Und irgendwie. Das blinkt auch überall blau und rot. Das sind alles Krankenwagen oder was? Wir haben hier Stau durch Krankenwagen. Was anderes haben wir hier nicht. Und was ist das andere hier? Das sind auch alle so gleich aus. Müllwagen. Ich glaube, wir müssen unser Krankenwagennetz und unser Müllnetz revolutionieren. So, was haben wir? Gesundheitswesen verfügbar? Reichlich. 72% Gesundheit. Vielleicht müssen wir da mal gucken, dass wir da was ändern. Irgendwie passt das nicht. Das sieht auch so aus hier hinten. Ist zwar, die werden wohl nicht krank, ne? Die leben so auf dem Land, da wird man nicht krank. Aber hier sind ja auch Tausende von einer Arztpraxis. Noch eine Arztpraxis. Das Arztpraxis. 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 Ich glaube, da haben wir ein großes Problem. Ich denke mal, wir verschieben mal eine Arztpraxis. Und zwar müsste hier eine hin. Sieht denn das da aus mit Baufläche? Oder ist das Stromlinie da lang? Ja, die müsste da gar nicht lang. Dann könnte da nämlich eine Arztpraxis tatsächlich hin. Und Einzugsgebiet dieser Arztpraxis macht auch Sinn, ne? Alles, was da in dem Viertel ist. Die sind jetzt auch alle glücklich. Jetzt ist es auch gleich dunkel geworden, aber das lag daran, dass ich aus dem hier raus bin, ne? So. Diese Arztpraxis hat eine Reichweite von dem und da, oder wo ist da die Reichweite? Dann machen wir das doch mal so. Nee, nicht ein Bagger. Das Verschieben einer Arztpraxis macht schon mal Sinn. Also das, ja. Die verschieben irgendwo hin. Verschiebt die mal gerade dahin. Dann ist hier immer noch alles grün. Ne, nicht ganz. Hier hinten fehlt es in dieser Straße. Wird es aber wahrscheinlich nicht fehlen, wenn diese Straße vielleicht durchgeht, ne? Das heißt, diese Arztpraxis da, diese muss verschoben werden nach da. Sei Nummer. Die Straße wird komischerweise nie grün. Gut, lassen wir erstmal. Diese Häuser sind jetzt da alle irgendwie eigentlich versorgt, oder? Oder auch nicht.
Weil dieses da ist nicht verseucht. Ich habe jetzt die Vermutung, wenn wir diese Straße hier mal... Aber was ist das für eine gute Frage, ne? Die Straße einfach da durchziehen. Verlieren wir zwar gerade ein bisschen Häuser. Warte mal, da müssen wir gerade machen. So, wie sieht's jetzt aus? Es ist besser geworden. Tendenziell neige ich dazu, diese Straße überhaupt weiter durchzuziehen. Ja, das wäre sowieso vielleicht eine Überlegung wert, ne? Hier hin, oder? Und was ist das? Hier ist ein Krematorium wahrscheinlich zugange, ne? Verschieben wir. Dahin. Dann können wir wiederum die Straße weiterbauen. Was ist denn das da rechts für ein Gebäude, das sich da nicht bewegen lässt? Eine Arztpraxis, okay. Die ist jetzt schon mal weg. So. Da fehlt es an Wasser und Strom natürlich. Was haben wir denn da für ein Einzugsgebiet? Dunkelgrünes. Machen wir mal so. Und Wasser müssen wir auf jeden Fall hinziehen. Passt erstmal. Wasser gibt's, Strom gibt's wohl auch schon. Ja. Alles im grünen Bereich. So, jetzt nochmal Arzt. Ja, ich glaube. Nee, Straße nicht. Arzt wieder. Arztpraxis verschieben. Und ich glaube, die machen wir dann doch hier wieder an der Ecke. Gut, nochmal reingeguckt jetzt. Ja, ist immer noch alles rot. Kann es sein, dass die eher ein Krankenhaus dann brauchen? Ändert sich aber irgendwie farblich nichts, ne? Da ist ein Krankenhaus gewesen, das ist jetzt auch da. So, Arztpraxen. Die nehmen wir jetzt weg hier wieder. So. Das sieht doch alles toll aus, ne? Hinten fehlt eine Arztpraxis. Da eine hin. Die fanden das jetzt nicht so toll, ist klar, aber... Die haben noch ein Krankenhaus da. Da ist ein Krankenhaus. Die sind auch alle gesund in dem Sinne. Es ist hier wirklich... Ah, weißt du, was das ist? Das liegt gar nicht an der Arztpraxen. Dichte, sondern es liegt an der Mülldeponie etc. Daran liegt das. Mülldeponie da. Ja, deswegen sind die alle krank.
Ja, würde ich mal sagen, ne? Wir müssen die Deponien da wegmachen. Das ist unser Problem. Sowas wie hier müssen wir machen. Wo ist es hier? Da stört keinen, ne? Da wird keiner krank. In der Gegend, würde ich mal jetzt sagen, ne? Hier sind gar keine Häuser. Auf jeden Fall sind da keine Kranken. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir dort die Deponien verschieben. Das wird das größere Problem sein. Entleeren. Entleeren. Und auch entleeren. Alles entleeren. Und was haben wir da noch? Die Müllverbrennungsanlage kann man verschieben. Ja. Hier hinten, da war eine Müllverbrennungsanlage. Kriegen wir da aber nicht hin. Jetzt ziehen wir da erstmal hin. Da ist es schon ein Riesenstau. Und dieser hier ist auch noch da. Ja, ich glaube, wir müssen die ganze Müll- und Ärztegeschichte auf die nächste Folge dann ausdehnen und da weiter dran arbeiten, ne? Ja, in diesem Betrieb gucken wir mal dann, ne? Also nächstes Mal weiter mit Müll und Arzt. Da müssen wir uns eine neue Strategie ausdenken, denke ich mal. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.